Und das sind wir wieder, beziehungsweise bin ich wieder mit Let's Play Kea Dark Lineage. Wir sind gerade hier angekommen und werden da wahrscheinlich da reingehen. So. Ah, so macht man die Viecher also kaputt. Man muss noch weit genug weg sein von denen. Und jetzt weiß ich, wie es geht. Und was warten, bis die Viecher dann immer leuchten und dann. Haha! So läuft das also. Gut zu wissen. Müssen wir wirklich da runter? Ich denke. Was ist das denn? Oh. Ja, schnapp dir das Teil. Los! Jetzt! Los! Los! Ah! Oh, jetzt schnappt sich der Vogel auch noch das Drum. Nein! Nein! Schade. Okay. Hat der Vogel das... Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Na gut, da unten gibt es einen Wolfen und wir sliden dem Viech mal nach. Wollen wir mal. Wir haben ja jetzt unser Board, das können wir ja springen. So weit, so gut. Wow, da müssen wir springen, hat die gerade. Hey, die macht ja Tricks in der Luft. Cool. Was? Wow, viel. Ja, die macht ja wirklich, tatsächlich. Die macht Grabs. Doing. Nochmal. Oh, wow, oh, wow. Oh. Gott sei Dank sind wir da jetzt nicht. Ah, da muss man. Okay. Die Seite. Ja, okay. Seitlich kann sie sich halten. Das sind Steine, das sind Steine. Das sind Dornen auch noch. Ui. Springen. Jawohl. Das Vieh schaut eigentlich gar nicht so bedrohlich aus. Hat was von einem Habicht oder einem... Falk. Boah, das ist aber gegengeprallt. Hat was von einem Falken oder so, findet ihr? Oder so ein Geier, nicht ein Adler eher noch. Ein etwas mutierter Adler. Aha, auf der rechten Spur. Und ab durch den Baumstamm. Springen. Ja. Weil ich mit Bumerang kann man auch benutzen. Ja, das ist ja super. Dann werden wir aber nicht in der Luft wegcashen können, das Viech. Er wird da ein bisschen schneller unterwegs sind als wir. Es hat schon was von Avatar, diese Welt, finde ich. Und da das Spiel sehr, sehr, sehr lang vor Avatar war, aber nee, nee. Die Idee von Avatar ist schon älter als das Spiel. Aber es... Wow, 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 wow. Da sind wir jetzt aber nur per Glück drüber geflogen. Das schaut sehr avatarhaft aus, finde ich. Schöne Sache. Ah, nicht runterfallen. Ja, links, rechts, springen. Oh, nein, doch nicht springen. Boah, wir hatten die ganze Barbara gepflanzt. Ah, da ist er noch. Das auch noch. Und nochmal springen und... Poff. Sanft gelandet. Ein Regenerationskiesel. Ach so, das sind die Pilze. Boah, hat's mir gerissen. Oh, Kampf. Ach so, Dreieck war ja der Tritt. Ha! Und mit dem Wolfen an Wolfen umgeklatscht. Noch einen ordentlichen Tritt rein. Komm, steh auf, ha? Mach dich kaputt. Und? Erledigt. Wollen wir mal alle exorzieren. Und den auch. Ja, wir haben wieder ganz viele Natives befreit. Oh, so ein Viech. Und? Jetzt ist es kaputt. Haben wir da sonst noch irgendwas rumliegen? So... Irgendwo ein Secret oder so? Nein, haben wir nichts. Sehr gut, dann wollen wir mal da drauf. Ah, okay. Eine Plattform, die sich dreht. Sehr schön. Bleibt ihr da noch stehen oder so? Oder müssen wir da ganz schnell drauf? Ah, okay. Ist okay. Da vorne ist jetzt das Nest und ein Portal. Sehr schön. Ah, und im Nest ist das Ding gelegen. Haben wir den Geier doch nicht töten müssen. Sehr gut. Was denkt ihr? Eine schöne Gürtelbrosche, muss ich sagen. Wenn auch eine relativ mächtige. Was haben wir hier? Wolfen haben wir hier alle geplättet. So, da ist dieses Luft... Genau, Gebiet des Jägers. Gegen das haben wir noch zu schwach für die Aktion. Guti, dann... Werden wir da wohl zurückporten müssen.
Uns? Werden wir uns da wohl zurückporten müssen? So. Ja, machen wir mal hier auf. Jawohl. Und wir haben, hey, wir haben hier alle Portale freigeschaltet. Ist ja toll. Da haben wir 0, das sind 2 Wolfen, das sind 3 und das sind 12. Nochmal, gehen wir da nochmal zurück in das Gebiet und klatschen mal die anderen 2 Wolfen, die wir ja im Teil davor runtergekickt haben, noch um. Die wollen wir ja befreien. Das macht ja das Dorf von den Natives nur stärker. Also dann wollen wir mal hier entlang laufen. Glaubt ihr wieder, dass es hier entlang war? Ja, doch. Wobei, müsste ich gerade mal schauen, sind da nicht welche unterwegs? Ah! Wenn wir in die Richtung laufen, werden wir nochmal hinten in dieses Wolfennest reineiern. Da waren ja die Kollegen, die wir noch auslocken müssen. Mal da drüber springen, da wollen wir runter. Wieder die Viecher. Wo geht's denn eigentlich hinlang? Eine Abkürzung, die wir aber gar nicht nehmen wollen. Oder die ich gar nicht nehmen möchte. Dann geht's darauf, genau. So, und wo sind die jetzt? Ah, die sind hier entlang, okay. Ah, na, das Lesen. Jawohl, wir brauchen Münzen, viele Münzen. Schön, dass die Münzen dann noch spawnen. Das ist einmal sehr gut. Okay, und hier müssten jetzt irgendwo Wolfen unterwegs sein. Na, erst einmal hier rauf. Haben wir uns einmal geheilt. So, drauf. Aufzug betätigt. Und da müssten jetzt irgendwo Wolfen sein. Jawohl. So, und diesmal kicken wir sie nicht runter. So, gib doch einen Frieden, Mensch. Na komm. Au! Der ist ausgenockt. Sehr schön. Und der ist auch noch oben. Der noch nicht. Na komm, erst zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Und der ist auch erledigt. Einmal 7 und da ist gar nichts dabei gestanden. Yay! Jetzt haben wir die Wolfen da auch befriedet. Jetzt sind nur noch hier Wolfen. Da ist ein Portal. Ja, müssen wir eigentlich hier jetzt weiterlaufen. Wenn wir die mal befreit haben. Kann man eigentlich schon klettern? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Und springen und weg ist das Tierchen. Hier hoch zu klettern, brauchst du Kletterhandschuhe. Mhm. Versuch's bei einem der Läden. Ist okay. Jetzt wissen wir eigentlich, warum wir da nicht entlang springen können. So, die Viecher hätten wir auch geklatscht. Gibt's jetzt hier bald ein Portal? Ja, nein, vielleicht. Jawohl. Vorne gibt's dann ein Portal. Sind wir dann eh wieder mehr oder weniger am Anfang. Jawohl. Springen wir da drüber? Nee, sind wir faul. Dann benutzen wir da den Weg. Was ist denn da unterwegs? Sag mal, was ist das denn? Ja, nee. Ist klar. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das jetzt ein 10 von 10. Fail. Wunderbar. Ja, wunderbar war es nicht, aber es war ein extrem toller Fail, muss ich schon sagen. Ha, schau das an. Das Viech haben wir ganz entspannt von hinten erledigt. Gut. Dann wollen wir mal wieder ins Dorf der Wolfen. Der Natives. Ab durch das Portal. Sind wir wieder hier? Nein, das war das Falsche. Wo müssen wir hin? Dorf der Natives, das da. War der falschen Zielpunkt ausgewählt beim Portal. Bitte warten, lädt. Gar nicht so ein schöner Ladebildschirm. Schade. Bin ich aber enttäuscht. Nee, bin ich nicht da. So. Schwimmen wir da bis drüber. Bravo, das mit dem Gehäuse bringen. Was? Ich bin mit anderen unterwegs. Das ist im Gebiet des Jägers nach deinem Bruder. Schließ dich uns an. Ja. Aber mit Handschuhen geht's rauf. Awesome. Und das gibt's hier in dem Laden. Eintreten. Hey, Kletterhandschuhe. Ja, was machst du? Kletterhandschuhe kaufen. Was machst du? Gute Wahl. Danke.
Und ab in die Tasche. Was gibt's denn hier noch? Willkommen! Suchst du was? Grüner Armreif. Nee, hat's nicht irgendwo noch den gelben Armreif gegeben? War mir fast sicher, dass es da irgendwo in so einem Laden den gelben Armreif gegeben hat. Vielleicht sogar in dem Laden hier. Der ist zwar nicht neu, aber da glitzert auch was. Was ist mal hier? Ein Ei und noch irgendwas. Okay, der Laden war es einmal nicht. Kann man vielleicht da draußen anschauen. Grüner Armreif. Ah, schön, da steht auch was gekauft. Gelber Armreif. Und wir haben 100 Nudies. Und der kostet 100 Nudies. Das ist ja dann perfekt, mehr oder weniger. Ah, da kann man sich gratis regenerieren. Sehr schön. Ja, hier ist der Laden mit den gelben Nudies. Und dann gleich reintigern. Ja, das schaut gut aus. Hey Kia, was machst du? Dir einen gelben Armreif abkaufen. Ein großartiger Kauf. Gelber Armreif. Jetzt muss sie eigentlich den gelben Armreif noch trainieren, oder? Klettern? Schauen, es geht doch. Was hat uns das jetzt gebracht, dass wir da auf dem Dach sind? Irgendwas muss uns das jetzt gebracht haben. Nix. Na. Okay, das hat uns nicht gebracht. Vielleicht müssen wir aber trotzdem, ich glaube, zumindest bilde ich mir ein, dass wir da irgendwo hin müssen, wo wir so einen Trainingskampf machen müssen. Beziehungsweise können wir ja mal gegen diesen coolen Surfer absurfen. Der hat uns ja eingeladen, wenn wir ein Board haben, dass wir surfen gehen sollen. Also, machen wir das einmal. Jetzt hier rauf. Ja. Und dann geht's hier runter mit dem Board. Und da rein, genau. Hey, Moment. Das sind Viecher und Nudies. Das haben wir schon mal genau gesehen, habe ich das. Und los geht's. Mit Board. Ist mal voll abgedüst. Ah, okay, dann geht's hier rein. Hopp. Und es wird weiter gesurft. Einen Sprung. Und hier rein. Und dann sind wir hier. Lesen, was gibt's da zu lesen? Rennen! Aha, okay. Nee, rennen mag ich jetzt nicht unbedingt vorne, aber... ist eine nette Idee. Dann surfen... oh. Das war vielleicht nicht so geplant. Aber da vorne sehe ich schon die Rampe aus. Gut. Das heißt, wir müssen wohin? Die Flucht. Corona. Rauszoomen. Der stürmische Wald. Bombenfalle können wir da kaufen. Und Besiegverkürzt, so können wir die Früchte kaufen. Hier haben wir den grünen Armreif, aber haben wir noch zu wenig Asche. Und dann müssen wir hier weiter und die Leute befreien. Okay, und das mache ich dann im nächsten Teil. Tschüss!